Was geht ab, Modern Z-Fighter, Ozer hier. Und sowohl in Dragon Ball Legends als auch in Dokkan Battle kamen heute wichtige News rein. Diese wollte ich euch nicht vorenthalten. In Dokkan Battle kann man sich bis zu 140 Dragon Stones free holen für jeden ohne Dragon Ball Legends. 14 Sparking Cell Tickets. Ich dachte mir, das tue ich beides in einem Video, denn das separat zu trennen, würde nicht viel Sinn machen. Deswegen gibt es heute alle quasi kompakte News zu den beiden Games. Wir fangen an mit Dragon Ball Legends, denn dort gibt es quasi ein neues Update. Wir befinden uns im Update 1.13.0. Yes, 1.13.0 it is. Und zwar kamen gewisse neue Sachen rein, könnt ihr euch gerne mal anchecken. Unter anderem gibt es eine Revanche-Funktion. Man kann quasi ein Story oder ein Kapitel revanchen, also revanchieren, sich revanchieren, da einfach draufklicken, dann macht man das nochmal. Was hinzukam, kam, man kann mehrere Freipässe nun gleichzeitig nutzen. Und was geil war, ist, beziehungsweise hinzukam, ist ein Autoknopf. Nun gibt es einen Autobutton. Diesen könnt ihr drücken, wenn ihr quasi im Kampf seid und er kämpft quasi für euch selbst. Für Story, im Storykampf zum Beispiel könnt ihr das machen. Im Storykampf steht dran, ist absolut ein Autokampffunktion verfügbar. Sowas liebe ich. Ein Autobutton in Spielen ist so genial. Man hat zwar natürlich auch Freipässe, aber wenn man quasi die ganze Stage noch nicht geschafft hat, die ganzen Challenges, dann muss man das ja quasi spielen. Und da auf den Autoknopf zu drücken zum Beispiel, ist ganz entspannt auf jeden Fall. Feier ich. Da kamen noch gewisse andere Sachen hinzu, könnt ihr euch gerne abchecken. Ganz kurz, worum es mir geht, ist quasi, was wichtig ist, wir haben ein neues Banner. Wir haben nämlich das Ultra-Dimensionsbeschwörungs-Banner 4 mit den folgenden Charakteren. Cell, dem neuen Goku, könnt ihr mich gerne ansehen. Was gibt es kurz zu dem Cell zu sagen, was cool an ihm ist, ist seine Z-Fähigkeit, denn er gibt den Tag, den Link-Skill, den Charakteren des Tags Erneuerung, um es richtig zu sagen. Basisschlagangriff 26% auf Z-Fähigkeit 3. Ist der erste seiner Art, dass er Erneuerung, wenn mich alles täuscht, einen Boost gibt. Erneuerung, wenn ihr euch fragt, was ist das? Das sind Charaktere, die sich transformieren können. Zum Beispiel Freezer, Cell gehört dazu, Cooler, Piccolo, glaube ich, der Grüne gehört eigentlich auch dazu. Finde ich cool, dass das reinkam. Ansonsten Cell könnte ich echt abchecken. Der tut jetzt auf jeden Fall drauf. Und Goku hier hat quasi eine Kontermechanik. Wenn du es richtig timest, dann kannst du seine Spezialattacke mit der Warp Kamera den Gegner, den Angriff des Gegners kontern, ohne ihn Schaden zufügen. Ist wirklich cool, auf jeden Fall kann man es geben. Warum nicht? Die zwei Jungs sind echt solide Charaktere. Hier kommen noch quasi diese Boys sind auch noch im Banner. Wir haben Sparking Trunks, Sparking Krillin und Sparking Pycorn. Was mir wichtig ist in dieser News of Legends ist, man kann sich bis zu 14 Sparking Tickets erfarmen. Wie erfarmt ihr sie? Aus den Daily Missionen, Freunde. Deswegen macht über die nächsten 14 Tage Daily Mission, damit ihr jeden Tag ein Ticket bekommt und im Umkehrschluss sind das dann in 14 Tagen natürlich 14 Tickets, aber ihr könnt vorerst nur 5 Tickets verwerten für ein Single Sum bzw. für einen gratierten Sparking Units. Heißt, okay, man kann sich 14 Tickets erfarmen, aber nur 10 verwerten, also man bekommt auf jeden Fall 2 garantierte Sparking Charaktere. Richtig. Dennoch nimmt auf jeden Fall alle 14 Tickets mit. Warum? Denn hier steht etwas ganz Wichtiges dran, Freunde. Und zwar steht ihr dran, außerdem könnt ihr eure ungenutzten Ultra-Beschwörungs-Unterstützung-Tickets Nummer 4 ab dem 12.09. quasi, wenn die Kampagne endet, nachdem wir alle Tickets bekommen haben, ab dann können wir die einzeln aufbrauchen. Wow. Ich will jetzt da nicht voreilig sein. Im Prinzip, was wir wissen, ist, holt euch diese 14 Tickets, ihr könnt euch bis zum 12.09. daraus 2 garantierte Sparking-Tickets, Sparking-Charaktere holen, weil 5 Tickets, die ihr dann aufwerten könnt, garantiert resultiert ein Charakter, ein Sparking-Charakter. Aber nach dem 12.09., wie gesagt, steht dran, können wir die restlichen Tickets, die wir haben, auch noch aufbrauchen. Ich will da nicht schlussfolgern, ich will nicht sagen, dass quasi die restlichen 4 Tickets je ein Sparking-Charakter garantieren. Das will ich nicht sagen, das steht hier nicht dran. Hier steht quasi nur dran, man kann sie aufbrauchen. Vielleicht kann es auch sein, dass man 4 Tickets quasi in ein Sparking-Charakter umwandeln kann oder halt einfach nur einen Summon raushauen kann mit den 4 Tickets. Jedenfalls wisst ihr, man kann sie auf jeden Fall verwerten, man kann sie aufbrauchen. Deswegen holt euch ab heute jeden Tag auf jeden Fall die Tickets durch die Daily-Mission. Ihr müsst einfach nur jeden Tag eure Daily-Mission machen, Freunde. Geht einmal her und guckt, was ihr machen müsst. Sie sind echt nicht schwer. Das kann man auf jeden Fall bewerten. Hier einmal, ich habe das schon ein paar gemacht und dann, wenn ihr alle gemacht habt, einmal Story-Abschnitt, dreimal Online-Kampf spielen und dann quasi hier einmal Rising Rush erfolgreich ausführen und ich habe quasi ein Abenteuer erfolgreich ausführen. Das sind so die Standard-Missionen, Daily-Missionen, schon einfach her und im Endeffekt bekommt man dann jeden Tag ein von den Tickets hier. So, vielleicht nicht zu Dragon Ball Legends, wenn mich alles täuscht. Wir haben, wie gesagt, einen Shop, Sale, könnt ihr euch gerne ansehen. Wir haben das neue Banner, schaut euch die Charaktere an, pro Multi gibt es hier 10 silberne Glocken. Wir werden da, ich denke mal,
Ich will euch nicht, nichts garantieren, ob ich da ein Sum-Video raushauen werde oder nicht, denn momentan wird erstmal Global in Dokkan, beziehungsweise JP in Dokkan selbst sehr viel los sein wegen 250 Millionen Celebration. Deswegen würde ich sagen, switchen wir mal rüber zum globalen Dokkan-Battle, beziehungsweise Dokkan-Battle selbst, und dann gibt es noch dort die News von heute. Und zwar haben wir hier zwei wichtige Sachen, beziehungsweise eine wichtige News, wichtige Special Missions und ein wichtiges Event. Das Event von Launch ist nun online und aus diesem Event, Freunde, könnt ihr euch, ihr könnt das täglich nur einmal machen, aber ihr bekommt, wenn ihr das täglich macht, 10 Dragonstones über 7 Tage. Heißt, aus dieser Stage hier, macht sie bitte jeden Tag, bekommt ihr 10 Dragonstones über 7 Tage, heißt 70 Dragonstones in einer Woche. Und selbes gilt für die speziellen Missionen. Es gibt spezielle Missionen für eine Woche und da bekommt ihr auch jeden Tag 10 Dragonstones. Heißt, ihr bekommt jeden Tag ab heute 20 Dragonstones durch das Event, 10 durch das durch die Special Missions, weitere 10, insgesamt 140 Free Dragonstones über eine Woche, Freunde. Was müsst ihr für die Special Missions machen? Nun, ihr müsst 20 Stamina verbrauchen, daily, jeden Tag 20 Stamina verbrauchen, 3 Stages clearen, 5 Stages clearen, 7 Stages clearen und einmal Training absolvieren, bekommt ihr jeweils 2 Dragonstones und dann 10 im Endeffekt. Wie gesagt, Freunde, macht es wirklich jeden Tag, loggt euch jeden Tag ein, macht jeden Tag diese Special Missions, die ich euch gerade vorgelesen habe, und macht auch jeden Tag dieses Event hier. Das Event habe ich heute noch nicht gemacht, deswegen machen wir das mal ganz kurz, um zu sehen, wie es denn aussieht. Hier geht ihr einmal hin und dann sollte das bei Story sein. Genau, richtig hier. Once a day launch, treasure hunt, go launch, go. Macht man das einmal mit, dann sehen wir, was es hier quasi zu geben gibt. Zudem gibt es noch hier unter anderem 3 verschiedene Pfade. Ja, ihr seht schon. Und ja, wir kämpfen direkt gegen unser Boy Muten Roshi. Und dann gibt es 3 Pfade. Oben bekommt ihr ganz klar die Awakening Medals, in der Mitte Zenny und ganz, also links jetzt unten hier, wo meine Hand ist, bekommt ihr Training Items, um es kurz zu sagen. Da macht ihr bitte, bitte jeden Tag diese Stage, Freunde, bekommt ihr quasi 10 Dragonstones fürs Clearen und dann durch die Special Missions, die ihr auch jeden Tag machen müsst, haben wir uns gerade angesehen, was ihr da machen müsst. Daily ist echt nicht schwer, das kann man auf jeden Fall schaffen. Macht das, meine Freunde, damit ihr da nichts verpasst. Und holt euch die Dragonstones. Denn das Duo Dokkan Festival geht am Freitag online, beziehungsweise frühestens Freitag, spätestens Samstag. Wir haben noch keine Release-Zeiten, deswegen sage ich das so. Im Spiel selbst steht es da 31. August rein, aber das ist die amerikanische Zeit. Wir haben jetzt 10 Stunden Unterschied, momentan in der Sommerzeit. Heißt, es könnte entweder auch am Freitag bei uns kommen, zu den gibt es auch 30 Incredible Gems, wenn wir ihn besiegen. Also heißt, es könnte am Freitag kommen. Was nehme ich hier mit? Ich nehme einfach mal die Awakening Medals mit. Oder spätestens dann am Samstag wegen der Zeitverschiebung. Falls ich quasi die genauen Uhrzeiten wissen sollte, falls geleakt wurde, lasse ich es euch auf jeden Fall wissen. Aber bis dato wissen wir einfach nur Freitag, spätestens Samstag. Und holt euch da auf jeden Fall die Stones über die Woche, Freunde. 140 Dragonstones hier. Es ist geil, Freunde. Ich dachte, das 3-jährige Jubiläum wäre übel Hype. War es auch. Und dann wird es ein bisschen flach. Aber jetzt mit der 250 Celebration geht es halt noch mehr ab. Und Legends geht halt auch ab. Die 14 Tickets. Verpasst auf jeden Fall die 14 Tickets nicht, aber außer den 14 Tickets kam wirklich nicht so viel dazu, was man in Legends momentan sich erfarmen kann. Was haltet ihr davon, Freunde? Würde ich mich gerne interessieren in den Kommentaren. Lasst mich auf jeden Fall wissen. Hier sollten wir jetzt die 10 Dragonstones bekommen an der Stelle richtig und das könnt ihr euch, wie gesagt, jeden Tag holen. Zudem vergisst nicht, jeden Tag die Mission zu machen, Freunde. Wenn ihr einmal reingeht hier, die erste habe ich heute schon gemacht, die nächsten werden wir heute Abend im Stream machen, ab 19-20 Uhr steht im Streamplan dran, das heißt für euch, in dem Zeitraum 19 bis 20 Uhr gehe ich online und nicht, dass ich ab 19 Uhr anfange und um 20 Uhr aufhöre, sondern um den Dreh herum 19-20 Uhr gehe ich heute online, Freunde, da machen wir die ganzen neuen Sachen. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit, Freunde, und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world, you a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.